Begeisterung, Freude, Lust, Liebe und Leidenschaft. Alles, was neu ist, lässt Begeisterung, Freude, Lust, Liebe und Leidenschaft in uns entfachen. Doch wenn es gewöhnlicher wird, erlischt die Flamme schnell oder wird kleiner. Wenn dann alles wieder normal ist, wird es oft langweilig. Wir machen unsere Laune und unsere Verhalten abhängig von den äußeren Dingen. Bei den Kindern sehen wir das immer sehr deutlich. Sie bekommen ein neues Spielzeug, spielen nur noch damit, aber schon nach Tagen liegt es in der Ecke und ist langweilig geworden. Was hier verkehrt ist, ist die Einstellung. Es gibt auch Menschen, die können sich auch noch an vielen alten Dingen erfreuen, die sie schon lange haben und benutzen. Mit Zielen und Erfolg ist das auch so. Erst wenn ich innerlich wirklich frei bin und nicht abhängig von einer äußeren Beeinflussung, mache ich die Tür auf für Erfolg und kann Ziele erreichen. Mein Coach sagte mal zu mir, schau mal, ich bin Arbeitersohn und habe es zum vielfachen Millionär geschafft. Wie habe ich das geschafft? Und immer wieder. Ich habe nur so kann man besser werden. Nur so kann man mehr Geld und noch mehr Geld verdienen. Es geht auch gar nicht um Geld, sondern um Freiheit. Freiheit ist das zu tun, was du wirklich in deinem Leben machen willst. Und ja, es ist auch meine wahrhafte Absicht, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, frei zu werden. Dir zu helfen, noch erfolgreicher zu werden. Dir den Mut geben, deine Berufung zu finden. Höchstleistungen kann man nur erzielen, wenn man liebt, was man macht. Und ich kann dich dabei unterstützen. Also, mach mit, es lohnt sich für dich, versprochen. Durchhalten bis zum Ziel. Es kommen immer wieder Durststrecken und Langeweile zwischendurch. Gerade da entscheidet es sich, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Wie lange hältst du durch, wenn es schwer oder langweilig wird, wenn es äußerlich so gar nicht vernünftig aussieht und danach, als ob das noch was werden könnte? Gerade dann, wie lange hältst du durch? Willst du auch in deinem Leben etwas bewegen? Möchtest du etwas erreichen? Möchtest du für deine Umwelt ein wertvoller Mensch werden? Schreib es mir doch unten bitte in die Kommentare. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf Abonnieren klickst, dann auf die Glocke und du bekommst immer eine Nachricht, wenn ich etwas Neues eingestellt habe. Wenn dich diese Art von Spiritualität anspricht, darfst du gerne diesen Kanal weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, Menschen, die sich auch für positives Denken und die Macht und Kraft der Gedanken interessieren. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Möge das Universum dir Zufriedenheit, Erfolg und Gesundheit bringen. Schön, dass es dich gibt. Tschüss, bis zum nächsten Podcast. Wünscht euch euer Eckart.